Turi 2TV, das Branchenfernsehen. Hans Leindecker, Sie gehören zu den erfahrensten und anerkanntesten Investigativjournalisten in Deutschland. Wie hat sich für Sie in den vergangenen Jahren die investigative Arbeit verändert? Es hat sich auf zwei Weisen verändert. Auf der einen Seite sind sehr viel mehr Kollegen dazugekommen, die sich auch in der Recherche üben. Und zum Zweiten gibt es heute ganz große Datenmengen, die bewältigt werden müssen. Wir hatten in der Vergangenheit unter anderem LuxLeaks, SwissLeaks, also dass riesige Datenmengen ankommen. Und das für mich Tolle an dieser Entwicklung ist, dass wir jetzt internationale Kooperationen noch haben, dass Journalisten aus 40 Ländern gemeinsam an einem Thema arbeiten. Das hat es in der Vergangenheit gegeben und das ist natürlich auch ein Glücksgefühl für einen Journalisten, dass sowas möglich ist. Wie arbeiten Sie ganz praktisch gesehen mit diesen Daten? Wir haben Spezialisten, es gibt Forensiker, die sich die Daten anschauen, die sie auch so verarbeiten, dass man damit gut arbeiten kann. Es gibt bei diesen internationalen Geschichten spezielle Teams, die sich nur um die Aufbereitung kümmern. Und da gibt es Teams, die kümmern sich um die inhaltliche Geschichte. Was machen Sie selber persönlich in Sachen Online-Recherche? Ist das Ihr Feld oder sind Sie eher so der klassische Investigativjournalist, der sich unter dunklen Autobahnbrücken mit Informanten trifft? Na, ich treffe mich woanders mit Informanten. Also mein Feld ist überhaupt nicht die Online-Recherche. Ich habe irgendwann beschlossen, dass ich zu alt dafür bin, bin jetzt 66. Aber ich sehe schon, dass es für diejenigen, die in dem Beruf Erfolg haben wollen, die an verlässliche Daten kommen wollen, schon ein wichtiger Punkt ist, Datenjournalismus zu machen. Und da glaube ich, wird es auch in Zukunft einen richtigen Markt geben, weil dieses Thema immer stärker in den Vordergrund rückt. Warum ist das für Sie persönlich kein Thema? Sind Sie so zufrieden mit der Arbeit, wie Sie sie jetzt machen? Und man sind da neue Möglichkeiten, die Sie nutzen können? Na gut, ich bin Ressortleiter. Das erleichtert manches. Ich habe junge Leute, die das ganz hervorragend machen. Und die es dem alten Mann nicht mehr zumuten, das jetzt auch zu lernen. Es gibt ja ältere Herrschaften, die fangen mit E-Mail an, dann machen sie WhatsApp und dann gehen sie in diesen Bereich rein. Dass dieser Bereich wichtig ist, das verstehe ich. Dass ich ihn so machen muss, das verstehe ich nicht, das glaube ich auch nicht. Wie lange haben Sie denn Lust, die investigative Recherche weiter zu betreiben? Das weiß man nicht. Also im nächsten Jahr werde ich als Ressortleiter aufhören bei der Süddeutschen. Es gibt verschiedene Lebensmodelle. Ein Lebensmodell ist ganz aufhören. Ein anderes Lebensmodell sieht einen ganz anderen Bereich vor. Und es gibt das Lebensmodell dann, wenn die Süddeutsche mich noch will, als Pauschalist weiterzuarbeiten. Also an das Modell ganz aufhören glaube ich ja nicht wirklich, weil gestandene Journalisten hören ja eigentlich nie ganz auf. Doch, ich bin verheiratet seit 43 Jahren. Werde bald 70, meine Frau wird bald 70, ich habe 5 Kinder, 8 Enkel. Es gibt ein ganz anderes Leben neben dem Journalismus. Aber ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass man sagt, gestandene Journalisten, sondern man muss im Leben die Balance schaffen. Wir müssen eine Balance schaffen zwischen dem Privatleben und zwischen dem Berufsleben. Und wenn das, egal auf welcher Seite, nicht in der Balance ist, dann läuft was schief. Und das habe ich auch immer versucht. Und von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ich sage, das war's. Gibt es aus Ihrer Sicht gestandene Nachfolger, denen Sie das Feld überlassen können? Ja. Es gibt überragende Leute. Also das Gute an unserem Team ist ja nicht nur, dass wir John Götz dabei haben und Georg Maskolo und andere, die ja überragend sind, sondern was jetzt die SZ im Kern angeht, dass wir junge Leute haben, die viele Preise haben, zu Recht die bekommen haben. Die beiden Obermeier sind großartig. Derjenige, der vermutlich mein Nachfolger wird, ist großartig. Also ich habe einfach so ein Glücks... Wer ist das? Das sage ich jetzt noch nicht. Aber es ist so ein Glückszustand. Und das ist so ein bisschen so das Alter, dass man irgendwas übergeben kann, was nicht so schlecht ist. Also manche Alten resonieren ja und sagen, nach mir wird alles schlechter. Ich bin ganz sicher, nicht nur zuversichtlich, sondern sicher, dass es, wenn ich nicht mehr Ressortleiter bin, die Investigativabteilung der Süddeutschen stärker noch sein wird, als sie heute ist.